der neue Senara von Tabat. Neben mir die Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo, ich grüße euch. Du hast schon gesagt, das ist ein brandneues Modell und es ersetzt welches Modell? Den Rossini in Zukunft. Wer den Rossini kennt und liebt, muss ich leider jetzt enttäuschen, aber es gibt was Neues, das schauen wir uns jetzt an. Ja, Senara, ihr habt hier auf dem Caravansalon Düsseldorf 3 Modelle ausgestellt, die sich eben im Aufbau, im Grundriss und in der Länge ein bisschen unterscheiden. Wir sind jetzt bei dem Modell 460 DMK. Ja. Ein ganz neues 2024er Modell, das ja die nächste Saison einleiten soll. Wir haben hier einen Grundpreis von 25.490, eine Länge von 6,97 Meter und eine Nutzlänge von 5,79 Meter. Und in dem Moment haben sie jetzt hier ausgestellt mit 1.800 Kilo Chassis. Mhm. Da haben wir eine Zuladung von 481 Kilo in einem Familiengrundriss. Das ist aber auch ordentlich. Diesmal haben wir kein Glattblech, sondern dieses Hammerschlag, heißt das, ne? Korrekt, genau. Soll das charakteristisch für das Modell sein? Ist das bei den anderen auch so? Das ist jetzt im Moment das Fahrzeug, wie es hier ausgestellt ist, mit Hammerschlagblech. Auch mal ein bisschen abgesetzt mit so anthrazitfarbenen Dekoren. Mhm. Und lasst euch einfach mal überraschen. Wir müssen nämlich dann auch immer schauen, was ist jetzt möglich und was ist noch nicht so unbedingt möglich. Ja, und ein robustes GFK-Dach ist mit dabei. Ja, weil wer GFK kennt, ist dieses Hagelschlag-unempfindliche Dach. Mhm. Wobei, wenn man einen Hagel hat, sollte man dementsprechend auch schauen, dass da, je nachdem wie der Hagel war, der Dach mal in Augenschein genommen wird. Denn es kann auch sein, dass es solche Risse auf dem Dach gibt, die man erst nicht wahrnimmt. Mhm. Und nachher, wenn der eine Zeit lang steht, sieht man dann doch, dass es so ein Grünspan oder irgendwo was ansetzt. Also da sollte man doch hinterher dann nochmal gehen. Ganz neue Heckoptik, wenn ihr das gesehen habt. Ja, sehr schick. Also sehr futuristisch. Die schönen langgezogenen Rückleuchten sehen richtig futuristisch, richtig modern hier aus. Hier war immer schön glatt. Hier ist auch nochmal dieses, dass nicht nochmal die Bug- und Heckfender und sowas aufgesetzt ist. Eine schöne Heckansicht, mal was ganz anderes. Ja, www.tabat.com, da findet ihr auch ganz neue Infos zu dem Senara. Ich sehe schon, hier haben wir... Das sind die Kinderbetten, dass sie oben am Kopf auch mal ein Licht nochmal bekommen. War ja sonst so auch nicht, wenn sie halt quer waren. Ja, oder längs die Betten, wie man es nennt. Und dann haben sie noch ein bisschen Kopffreiheit und in ihren Höhlen auch dann, dass sie sich auch mal ein Fenster aufmachen können. Aber Flo, komm mal bitte noch mal zu mir. Ich habe hier ein richtig süßes Detail entdeckt. Schau dir mal die Leuchte an. Ja. Also ich glaube, da wird sich das Kind freuen. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Nee, das müssen wir von drin zeigen. Es ist ein kleiner Smiley, der da entgegenlächelt. Ja, das Kinderzimmerdekorat. Ja, auch hier noch mal der Aufkleber Handmade, 70 Jahre Tabat, um noch mal dran zu erinnern. Serviceklappen. Wer 70 Jahre am Markt ist, der muss auch was richtig gemacht haben, oder? Ah ja, natürlich. Das sollte man doch denken, ja. Ich glaube, viel Erfahrung ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, weiß ich auch mit den Jahren. Alco-Chassis, ATC, wenn wir jetzt gerade mal hier vorne sind. Mhm. Er interessiert ja den einen oder anderen auch. Also möglich. Die Stützradanzeigen, die sind jetzt dementsprechend nochmal mit Option. Man hat nochmal ein ganz normales Stützrad hier gewählt. Ja, ein ganz neues Modell hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Erzähl mal was über die 10 Jahre Dichtheitsgarantie. Wir wurden gerade eben gefragt, ob jemand zur Dichtheitsprüfung zu euch kommen kann. Wie sieht so eine Dichtheitsprüfung aus? Genau, die Dichtheitsprüfung wird halt vom Hersteller, weil es ist ja kein Kilometerzähler an dem Fahrzeug mit dran, dass man sieht, wie oft wird es bewegt, wie lange wird es bewegt, wie weit wird es bewegt. Ist vom Hersteller die Vorgabe, wie beim PKW, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Serviceheft zu führen, wo eine regelmäßige Dichtheitsprüfung beim Händler
mit dokumentiert und eingetragen wird, damit Tabat diese 10 Jahre Dichtheitsgarantie im Endeffekt dem Kunden auch nachher genehmigt, sollte irgendwo eine Undichtigkeit am Fahrzeug entstehen. Darum geht es. Kostenfaktor, sagt man mal so zwischen 80 und 120 Euro jedes Jahr, die auf den Kunden irgendwo mal dazukommen und wird halt dann jedes Jahr gemacht. TÜV und Gas, ja alle 2 Jahre, aber die Dichtheitsprüfung muss tatsächlich einmal im Jahr bei dem Händler durchgeführt werden, ob das genaues Weinsberg oder Tabat ist. Mhm. Gut, dann gehen wir ins Innere und da sehen wir schon die Hochbetten für die Kids. Und vielleicht kannst du da dann die Leuchte einmal zeigen, weil das finde ich richtig süß. Da hat sich jemand in die Leuchte verliebt. Ja. Das sind halt so Details, bei denen man merkt, dass sich der Hersteller auch Gedanken gemacht hat, oder? Ja, das stimmt. Also oft so... Die Liebe liegt im Detail. Ja, und man freut sich dann auch, wenn man sowas sieht. Und ich glaube, die Kids, die dann dort schlafen, die wird es dann auch freuen. Ich finde die Ablage jetzt im Heck, dass das Heck komplett mit ausgenutzt ist, habt ihr gesehen, auch sehr schön. Ach so, ja, da hinten noch. Und unten halt unter dem ersten Bett hast du noch wie eine Ablage, kleine... Mhm. Ja, überall nochmal kleine Ablagefächer, Staufächer. Du kannst das unterste Bett jetzt zum Beispiel auch normalerweise hochklappen und könntest dieses Element unten mit rausnehmen, dass du noch ein bisschen über Tag für die Kinder ein bisschen mehr so eine Höhle hast, im Endeffekt, wo sie auch noch ein bisschen spielen können. Kleine Erweiterung. Dann gehen wir mal rein. Ich sehe schon, hier gibt es schöne Akustikpaneele. Ui, ja, das ist jetzt ja ganz neu. Die habe ich auch schon, mit denen habe ich auch schon geliebäugelt, ist aber für eine ganze Wand im Schlafzimmer dann doch eine kostspielige Sache. Aber sieht natürlich ultra schick aus. Ja. Wird mit jetzt alten Bildern von Tabat ausgeliefert, dass die Rahmen ein bisschen gefüllt sind. Mhm. Und jeder kann ja dann im Endeffekt seine eigenen dann auch nachher reinmachen. Und die sind auch fixiert, damit ja, während der werden, Fahrt... Ich habe auch noch nicht probiert, aber mir wurde auch gesagt, dass die nach oben hin wohl wegzuziehen sind und können dann ersetzt werden. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon... Irgendwie mal in der Hand, warte, nach oben ziehen. Ah, ja, siehst du? Stimmt. So. Einmal und dann nach oben. Kann man die dann nachher austauschen und dann steckt man sie wieder rein. Ja, auch wieder ein bin sehr... Bin jetzt ein bisschen über dich. Warten wir einen Moment. Auch wieder ein schönes Detail, das hier umgesetzt wurde. Und hier das Bett. Ich sehe... Hinterlüftete Stauschränke, was bedeutet das denn in dem Fall? Tabat punktet immer mit seinen hinterlüftenden Schränken. Das ist ja in dem Moment, man hat im Wohnwagen immer mal einen Feuchtigkeitsfaktor, der, ich sag's immer wie ein Brottopf. Du hast halt warm, du hast kalt, du hast verschiedene Witterungseinflüsse auf den Wohnwagen. Und wenn du deine Kleidung da oben drin hast, wird die irgendwann klamm feucht und das soll halt in dem Moment in den Staukästen durch diese Hinterlüftung nicht passieren. Mhm. Und Fernseher mit am Schlafbereich ist natürlich auch schön, wenn man abends entspannen möchte, vielleicht noch entweder Fernseh gucken oder Netflix. Oder German Television. Oder German Television, genau. Das nehme ich jetzt als Gelegenheit, falls ihr German Television noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt unbedingt, denn dann bekommt ihr auch die brandneuesten Videos frisch auf eure YouTube-Startseite und bestenfalls aktiviert ihr sogar die Glocke, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn neue Videos von German Television kommen. Und von uns. Ja, wir haben gerade eben schon, du wirst schon öfter erkannt und wir wurden jetzt auch schon das erste Mal erkannt und German Television im Bereich Wohnmobile, Caravaning ist natürlich eine Hausnummer. Ja. Ja, auch hier wieder ganz viele Staufächer. Hier gefallen mir besonders diese klaren, geraden Fronten. Das ist sehr, sehr schön umgesetzt. Also auch ein sehr, sehr schönes, modernes Design. Oh, hier haben wir zwei. Damit es anhand der Ablage dementsprechend noch ein bisschen Staumöglichkeiten gibt, für was hinzustellen und abzustellen. Da haben wir tatsächlich dann zwei Platten. Was kannst du uns denn noch über das Wasserfiltersystem sagen? Oh, das ist hier nochmal einfach mit erklärt. Das ist ein Wasserfilter, den man zwischen den Wassertank und die Wasserleitung zum Inneren des Fahrzeuges machen kann. Und der filtert dann halt nochmal das Brauchwasser, also das Frischwasser in dem Moment. Mhm. Ja, aber im europäischen Sektor habe ich noch nie irgendwo
Das kann jeder entscheiden, wie vielleicht er gerne möchte. Südeuropa. Genau, es gibt ja auch viele. Guck mal, hast du noch Verlängerung. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Mal was zu schnippeln oder irgendwo was abzustellen. Ja. Optimal. Und was haben wir für noch nicht gesehen? Den Kühlschrank. Ja, den Kühlschrank. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Der ist hier oben einmal gelockt, ne? Genau. Also auch hier wieder Dometic mit dabei. Und neben dem Kühlschrank haben wir auch das Bad noch nicht gesehen. Ja, ich muss jetzt mal schnell noch was machen, weil das muss man ja nachher zeigen, das Highlight. So. Du hast ein Bad, was kein Bad ist. Aha. Weil du hast eine Toilette. Und wenn du die Option wählen möchtest mit einer Dusche, okay, musst du das separat tun. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist mein Waschbecken? Ja. Gut versteckt. Ja, das finde ich auch eine richtig coole Lösung, weil dann so spart man natürlich Platz, ne, und hat aber trotzdem dann alle Möglichkeiten, bis auf jetzt die Dusche, die man in einem Badezimmer so braucht. Ja, es gibt ja auch Kunden, die sagen, sie fahren nur auf dem Campingplatz, mhm, und sie brauchen das mal für die Notdurft oder gerade mal, dass die Kinder morgens ihre Zähne putzen können oder so, und gehen sonst aber in den Waschhäusern halt duschen, mhm, und jetzt entfällt halt dadurch ja auch mal immer diese Kunststoffwanne am Boden, wie wir bei den Vorgängern jetzt gesehen hatten. Mhm. Und auch hier der Teppich ist extra für die Messe oder falls jemand Teppich-Fan ist, der kann sich das natürlich dazu buchen, aber der Boden an sich, den habt ihr im Badezimmer gesehen, hat eine schöne Holzoptik. Für die Messe ist sowas natürlich immer besser, damit auch im Fahrzeug nichts verkratzt und nichts beschädigt wird. Aber Teppich gibt natürlich auch ein schönes, gemütliches Wohngefühl. Genau. Und das kann man sich optional dazu nehmen. Vielleicht, wen es noch interessiert, immer die Mittelsitzgruppe ja auch dann umbaubar. Also hätten wir nochmal einen Schlafplatz. Ja, sogar relativ breit. Wenn das hier runterfährt, könnten da eigentlich auch, gut, es wird zwar kuschelig, aber auch zwei Personen plus zwei wären plus, wir bei plus sechs. Plus im Endeffekt auch noch das Dreietagebett, wenn möglich. Wow, also auch wieder ein schönes Familienfahrzeug. Und hier Messeaktionen, falls jemand, gut, die Messe wird vorbei sein, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, mal reinzuschauen. Und Messeaktionen gibt es natürlich auch bei der nächsten Messe. Großes Schlagwort CMT in Stuttgart, genau. Da seid auch ihr wieder mit dabei. Oder besucht einfach mal AMC Schmidt in Ida Oberstein. Wie ist denn eure Webseite? Wir haben die Webseite www.amc-schmidt.com. Ja, danke schön, Sabrina. Das brandneue Modell. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Infos wollt, dann schaut auf die Webseite von AMC Schmidt oder auf die Webseite von Tabat. Weitere Infos findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert fleißig und abonniert German Television. Dann gibt es alle Videos ganz, ganz frisch auf eure YouTube-Startseite. Danke fürs Einschalten und bis bald. Danke.